Der neue Sachs-Motor, diesmal in neuen Farben, das neue Nox. Und hier ist Johannes. Grüß dich, Johannes. Servus, Sven. Wir sind ja gefahren in ganz anderen Farben, diesmal schon fast harmlos, die Farbe im Vergleich zu vorher. Ja, aber es steckt immer noch einiges im Rad drin. Das ist so, ja. Die Formgebung und auch, ich sag mal, die ganze Designsprache sehr, ich sag mal, martialisch, sehr sagend. Hier steckt Qualität drin. Das Ding ist unverwüstlich, oder? Ja, die Form hat die Form eines Panzers irgendwie. Also es ist breit. Tatsächlich vom Gewicht kommt es mir nicht viel schwerer vor als manch andere, aber es ist wirkt, etwas wirkt breiter anders. Gebaut. Genau. Mhm. Finde ich aber auch sehr schön. Was ich gemerkt habe, zum Beispiel, ich habe jetzt ein Rad mit Ballonreifen, das hier geht ja so ein bisschen in die Richtung, da denken die Leute immer, oh, das muss aber schwer zu fahren sein. Ich habe ja eins mit so richtig großen Ballonreifen, vielleicht hast du mal gesehen, also wo du auch im Strand und so mit fahren kannst. Nee, die sind auch gar nicht viel schwerer wie die anderen Reifen, die sehen halt nur viel schwerer aus. Das hier hat natürlich ein Hardtail und da die Ballonreifen zu fahren, das hat enorme Vorteile, oder? Das hat Vorteile, ja, weil man eben einfach mehr Auflagefläche hat. Der Komfort ist auch gut? Der Komfort ist auch gut, ja. Bei einem Rennrad zum Beispiel nicht, weil es ein bisschen mehr Widerstand gibt, Rollwiderstand. Aber es ist auf jeden Fall Komfort, weil man eben in den Kurven besser fahren kann. Mhm. DT-Swiss-Felge, was ordentliches, wurde hier verbaut. Das, ich sag mal, Besondere hier an dem Fahrrad ist natürlich die Bereifung, die hier drauf ist. Das ist ein Hardtail. Das heißt, es federt hinten nicht. Trotzdem habe ich den Komfort über die Reifen. Ich will da gerne noch mal kurz drauf eingehen, weil wer sowas noch nie gefahren ist, hinten diese Ballonreifen und die mit etwas weniger Druck fährt, das ist fast wie eine Federung, oder? Ja, also es federt auf jeden Fall mit. Es federt nicht, es wippt mit und bietet ein bisschen Dämpfung auf jeden Fall. So, was haben wir drauf für eine Schaltung? SRAM NX, Eagle, also einfach und 12 Zähne, soweit ich weiß. Also einfach heißt nur hinten. Genau, vorne ein Kettenblatt. Ja, nicht, das dass die Leute denken, einfache Schaltung. Die Eagle ist schon gut. Genau, die ist gut. So, das heißt, hier vorne sieht man es, Kettenblatt. Der koppelt auch aus? Ja. Das heißt, also ich habe keinen Tretwiderstand, wenn ich über 25 km/h bin. Das ganze Bild in Austria, German Design, was drauf ist. Das heißt, also Nox wird in Österreich gefertigt. Die ersten, die wir kamen, haben schon unglaublich viel Aufsehen erregt, weil du damit Wheelies gemacht hast und so das Design und so weiter. Aber ich glaube hier die Farbe, vielen war die Farbe, ich kann mich noch daran erinnern, grün, so praktisch NATO-grün so ein bisschen und so Sandfarben, das war denen viel zu praktisch militär-like. Ja, bei manchen kam es aber auch genau deswegen richtig gut an. Und das kann ich mir hier auch vorstellen. Also dass manche sagen, das ist genau die Farbe, die ich haben will. Vor allem, was ich da sagen kann, es fällt nicht so auf, wenn es dreckig ist. Stimmt, das ist so Tonfarben fast, wo du hier hast. Du hast also einige Parameter hier dran. Du hast hier die Möglichkeit, ein Schloss oder einen Flaschenhalter festzumachen. Das Ganze, die Rahmenverarbeitung ist ordentlich. Ihr habt es jetzt schon ein Jahr rund. Habt ihr Stress gehabt in der Werkstatt? Mit Nox? Ja. Nee, hatten wir eigentlich, mit Nox hatten wir... Nee, ich frage mal so Sachs-Motor, neuer Motor und nee, so. Sachs hatten wir auch noch kein Problem. Also funktioniert? Funktioniert einwandfrei. Denkt man manchmal, dass sie vielleicht Probleme bieten, weil es ein exotischer Motor ist, 112 Newtonmeter und total selten verbaut irgendwie, also nicht sowas Bekanntes wie Bosch, Yamaha, Shimano, aber es ist auch sehr gut. Sag mal, die 112 Newtonmeter ist ja doch mehr wie 80 oder 85 nach Adam Riese. Das ist zu merken, die 30 Newtonmeter? Die sind deutlich zu merken. Also es macht einen Riesenunterschied. Das Rad zieht an wie nichts anderes. Säuft der Akku? Wie meinst du das? Ja, ob der Spritverbrauch, ob der Motor säuft. Ja. Gut, das heißt also, der Akkuverbrauch ist deutlich höher. Aber ich muss ja nicht auf 112 fahren. Ich kann ja auch eine andere Stufe wählen. Genau, man kann auch andere Stufen wählen. Was man nicht macht, oder? Das ist die Frage, will man das? Es gibt, soweit ich weiß, 5 Stufen. Die sind farblich gekennzeichnet. Theoretisch auch, wenn du mal ein bisschen höher gehst. Hier ist ja die Bedieneinheit. Die ist das zeigen wir gleich mal. Wir holen es gleich mal runter. Ja. Und da ist auch die Möglichkeit, nochmal ein Display anzubauen. Benötigt aber wie bei Bosch keinen
kein Display unbedingt. Also heißt hier ganz reduziert, also auch von der Schaltung her, das Ganze soll sich ja beschränken, dass man fährt. Was toll gelöst ist, finde ich den Akku. Der ist in der Integration, dieser Schutz hier unten, diese, wie nennt man das, Abdeckung, die ist am Akku fest dran, gell? Genau, die ist am Akku fest dran und schützt auch den Akku und ist formschlüssig zum Rahmen. Also, aber der Sachs-Motor geht, ist der sehr laut? Hört man den? Man hört ihn, ja. Gut. Er ist jetzt nicht super laut, aber man hört ihn, ja. Man hört ihn, also ganz gut im Wald. Wenn man warnen möchte, hier komme ich, gerade irgendwelchen Hundengängern, da bin ich früher immer mit meinem TQ-Motor bei hoher Drehzahl gefahren und dann hat er wie so eine Nähmaschine ein bisschen, aber er ist nicht ganz so laut. Nee, nicht ganz so laut. Ich würde ihn zu Bosch und Yamaha stecken. Also er ist nicht, wirklich nicht so laut. Lohnt es sich, den mal zu fahren, also den Motor, bevor man sich jetzt für einen Bosch entscheidet? Wenn man jetzt sagt, ich will kein E-Bike, dann braucht man auch nicht unbedingt zu fahren. Aber wenn man sich überlegt, das Rad zu holen oder irgendein E-Bike zu holen, dann würde ich das wirklich mal überlegen, den Motor mal zu testen. Weil es ist wirklich ein anderes Gefühl. Hier vorne sieht man es, also das wird von Mechanikern Hand zusammengebaut. Es sind auch gar nicht so viele. Hier steht man inspected. Ein einziger baut es, oder wie? Einer baut es zusammen und einer inspiziert es, also überprüft es. So, das hier ist aus 12/21, also ganz frische Ware. Ist gerade erst reingekommen, wie man sieht. Also Baujahr 12/21. Sollen wir es mal runterholen? Dann können wir gerne machen. Gucken wir mal, wie schwer es ist. Hat keine verstellbare Sattelstütze. Ist das jetzt ein großes Manko für dich? Nee, ist es nicht. Du hast aber jederzeit die Möglichkeit, den Zug hier auch innen zu verlegen. Du könntest ihn natürlich auch außen verlegen, aber... Das geht, ist vorgesehen. Genau, ist vorgesehen. Preis? Ganz kurz, bei der Expert-Version haben wir schon die absenkbare Sattelstütze. Genau. Preis von der Stütze, wenn man nachrüstet? Findet man zwischen 150 und aufwärts. Gut, zeig mal gerade das Schild. Aber überlegen, welche man nimmt. Also eine gute Sattelstütze. Ich habe zum Beispiel eine entsprechende mechanische Sattelstütze, ganz witzig. Die hat nur drei Rastpositionen, langt mir. Also die hat ganz oben in der Mitte und unten, hat eine Feder zum Rausdrücken, geht nie kaputt. Ist also wirklich ganz witzig. Aber die wäre dann, ihr verbaut hauptsächlich stufenlose. Genau. Also wir haben, soweit ich weiß, auch nur stufenlose da. Ja, das ist ein Exot, aber funktioniert auch. Ja, wir werden es mal wiegen. Hier vorne haben wir eine Waage aufgebaut. Wir sind übrigens im neuen Laden, der ist noch nicht fertig. Der ist direkt neben dem alten Laden, kommt dazu, der wird den nicht ersetzen. Wir tarieren die Waage. Tariert auf 0 und auf geht's. Bin ich mal sehr gespannt. Was schätzt du? Ich schätze es auf 25 ungefähr, maximal 26. Sind aber, die meisten sind so in diesem Preisbereich, oder? Ja. 26. Bisschen nach vorne einhängen. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Vorderrad frei? Yep. Das Vorderrad ist frei, dreht sich auch hier zum Beweis. Und wir haben, ja, du lagst gut. 25,13 Kilo. Cool. Lohnt sich, das mal anzugucken. So, also Preis 4.000 und ich guck mal gerade, 4.300 Euro. 4.299. Ihr habt welche da? Sind Farben gekommen? Habt ihr verschiedene Farben bekommen? Ja, wir haben verschiedene Farben bekommen. Wir haben noch ein sandfarbenes und ich glaube auch blau. Da ist gekommen. Habe ich aber den Überblick verloren. Weil gibt so den nächsten Webshop, also seid ihr schwer am Arbeiten dran, muss man sagen, denn ihr habt weit über 1000 E-Bikes vorrätig. Bisher habt ihr so das Thema Web noch nicht ganz, aber ihr habt immer mehr Leute, die... Wir versuchen es ein bisschen zu meiden, weil es auch nochmal ein Haufen Arbeit ist und ja. Wir werden sehen, da ist es Nox. Hybrid steht drauf, diesmal das X-Trail Comp. Wir haben sie ja schon gezeigt, da haben wir auch gezeigt, was man mit dem Motor machen kann. Also wenn man es beherrscht, ein Wheelie mit Tretunterstützung. Der Vorteil ist allerdings, es macht Höllenfun. Das heißt also, du kannst sehr, sehr Berge sehr dynamisch fahren, sehr schnell anfahren. Ja. Das funktioniert. Ja, auf jeden Fall. Für manche ist es vielleicht zu viel, aber ich würde es trotzdem mal ausprobieren. Man muss ja nicht auf voller Stufe fahren, aber man kann. Das ist übrigens allein der Lenker, der dabei ist. Das ist hier diese Bedieneinheit, das hast du eben mal kurz gezeigt. Die ist farblich oder wie funktioniert das? Ich mache sie mal an. So, na. Will wohl nicht, doch. So, jetzt hat sie gestartet. Hier unten ist die Ladeleistung, also der Ladezustand. Wenn ich jetzt hochschalte, kommt hier der erste Modus, der ist in blau.
Dann kommt Grün, Pink und Rot. Das ist die letzte. Das war's. Kommt nichts mehr. Genau. Viel mehr brauche ich nicht zu wissen. Das heißt, unten habe ich meine Maximalladung. Das kriegt man auch mit der Zeit raus, muss man sagen. Das heißt, das erste Mal probiert man das ja aus. Kann ich ein Handy anschließen an den Motor? Nee. Geht nicht. Gut. Aber ich kann ein externes Display anschließen, das geht. Genau. Und darüber kann man auch über alle Bluetooth. Genau. Kann man das Handy schon verbinden. Was ich toll finde, ist die Bremse. Ich selbst habe auch eine Magura, auch eine, was ist hier verbaut? MT2. Eine MT2, eine Zweikolben. Genau, Zweikolben, vorne wie hinten. Ich habe im Moment auch nur eine Zweikolben. Also das reicht auch meistens reicht aus. Sogar auf einem sehr schweren Bike. Also meins wiegt deutlich fast an die 30 Kilo. Und ich kam bis auf einmal, muss ich sagen, da waren aber schon, was bei mir extrem war, die Bremsscheiben fast abgefahren. Und da habe ich nie dran gedacht. Sie wurde immer dünner und dadurch wird die automatisch viel heißer. Das geht dann schneller. Genau. So, wir sind bei Switchbike Bornemann in Gießen. Du bist wie lange schon dabei? Ich bin jetzt seit einem Jahr dabei. Gut, du machst ja Ausbildung im zweiten Lehrjahr? Genau, zweites Lehrjahr. Als was? Zweiradmechatroniker für Fahrradtechnik. In Frankfurt ist die Berufsschule, so viel weiß ich schon. Du würdest aber auch sagen, cooles Fahrrad für das Geld? Sehr cooles Fahrrad. Danke fürs Einschalten, wenn ihr Lust habt. Kommt nach Gießen zu Switchbike im Jahr 2023. 100 Jahre. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.